Jo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lone Star Defense 6 hier in dieser Stämme-Mission. Sind wir aktuell dabei, die Platzmann-Medaille zu holen. Haben noch ein bisschen Geld. 4000 Erfahrung hat er bekommen über 3 Runden, ne, etwa. Ich glaube, danach ist höchstens noch der Superaffe, ne? Ich glaube, den Rest haben wir alles. Ne, hier war noch was? Ne, dann nicht Affenomie, war schon richtig. Tatsache, nur noch das, dann warten wir erstmal den Klebstoffschützen, danach werde ich den Superaffen setzen. Ein bisschen Geld sparen währenddessen schon mal. Ja, bis die ja vollständig fertig sind. Mal gucken. Ah, ich glaube, das dauert sehr lange. Boah, was ein fettes Monster, Alter, wirklich. Der ist so fett geworden. Unfassbar. Mehr Range oder Rückschlag und Dingensen. Oh, ich finde mehr Range geiler. Der steht hier unten so ungünstig. Wenn wir den Sonderavatar diesmal mal setzen. Okay, was haben wir sonst noch so Schönes? Ach genau, ich war ja bei den Kommentaren gewesen. Bei den Kommentaren im Ninja Gear Blogpost. It's very sad to see a lack of development for Steam. I guess I just have to wait 7 months like for Tower Keepers. Tower Keepers gibt's anscheinend dafür schon. Bin ich zu dämlich, ich das zu finden? Tower. Kann ich mal einen Ninja Kiwi suchen? Ninja Kiwi? Zeigt mir nichts an. Aber wenn ich über Bloons gehe, müsst ihr mir eigentlich den Entwickler anzeigen. Achso, Ninja Kiwi mit einem Leerzeichen. Aber hier steht auch dummerweise nichts darüber. Ob die irgendwas released haben? Doch hier. Durchsuchen. Spiel. Die haben 3 Spiele released. Einmal SAS, Zombie Assault 4, Bloons City Battles und BTD 5. Habe ich beide in meiner Bibliothek, alle 3 schon in meiner Bibliothek. Mehr an sich aber nicht. Und dann viele Dinge zum, glaube ich. DLCs. Hm. Also, Dinge zum Skins. Gibt's also nicht. Ja, und die haben halt schon geschrieben, es ist viel Arbeit notwendig, um ein Spiel Steam-kompatibel zu machen. Das ist halt nicht so einfach, wie man sich das denkt. Nicht so kopieren, einfügen. Funktioniert nicht. Estimate how many people thought Gwendolyn was a guy at first. Also wie viele Leute am Anfang gedacht haben, Gwendolyn ist ein Kerl. Und er hat halt geschrieben, ich habe es getan. Also, ne? Ja, er hat halt auch daran geglaubt. Okay. When new heroes came, the latest hero released was Captain Churchill. Ja, ich würde auf die Frage genauso antworten. Er hätte am liebsten geantwortet, bist du bescheuert, ich hab doch gerade einen Helm bekommen. Hm? BT6, not for Flash, feels Batman. Flash is going to be discontinued in 2020. Okay, Flash gibt's anscheinend bald nicht mehr. Gibt's ja jetzt aber schon nicht mehr. Die ganzen Streams und so weiter, die laufen ja alle noch über HTML5. Das gibt Flash-Player gibt's eigentlich gar nicht mehr. Flash einfach ein. Einfach eine Software ist, die ist anfällig für alles. Ja? Die ist eigentlich nicht sicher, diese Software. Dass sie überhaupt so lange überlebt hat, ist ein Wunder. Aber alles läuft eigentlich nur noch über HTML5. Ja, wenn man sich mal Stream, Twitch-Stream anguckt, dann kann man ja in diesem kleinen Fenster, also in den Einstellungen, kann man ja auch sagen, hat der 5-Player an oder aus. Was aus ist, weiß ich nicht, was dann passiert. Wahrscheinlich gibt ja irgendwie interne Player auch noch vom Browser.
Ja. So, was haben wir hier Schönes? 17.000. Sehr nice. 20.000 Erfahrung fehlen nur noch. Do you think Striker Jones is jealous of Churchill because he gets to use a tank and a machine gun, while S. Jones only gets a bazooka? Well, who's Striker Jones? I prefer to have tank and tank. Ja, ja. Denkst du, Striker Jones ist neidisch auf Churchill, weil er einen Tank und eine Machine Gun hat? Also einen Panzer und eine Machine Gun hat? Während S. Jones nur eine Bazooka hat? Und er hat geantwortet, wer ist Striker Jones? Ja. Ja, Striker Jones ist echt ein Held, die müssen sie irgendwie reworken, weil der ist absolut nutzlos. Churchill was a great addition, thanks for spending so much time adding and balancing him. He's hard to get in early game, but he's really strong, good work. I'll let the devs know. In der Tat, er ist echt ein guter Hero, aber es ist wirklich schwierig, ihn auf 20 zu bringen, ne? Ich meine, ich habe zwar auch in Level 30 oder so, 30, Runde 30, Runde 40 angefangen. Lass es auch in Runde 40, Level 50, Runde 50 sein. Der ist gerade Level 10, ja? Nicht mal Level 10. Es ist schwierig, den hochzubringen, ne? Der braucht auch nicht Erfahrung. So, schauen wir mal, was es hier schöne, interessante Kommentare gibt. Nichts Interessantes. Ist aber anscheinend erst vor 8 Stunden released worden, das Ding. Wir können uns aber das Reddit noch anschauen. Hier gibt es ein Flare-Update. Achso, ich glaube, für Reddit war das Update gewesen. Naja, für Reddit ein neues Design quasi. So, ich weiß mal, wenn du Level 10 erreichst, hm? Wäre cool. Und er... 16.000 Erfahrungen noch. So unglaublich schwer, den auf maximal zu bringen. Das ist doch nervig, ey. Ich finde, der Gletscherschütz ist einfach nicht so gut. Nicht mehr so gut. Gibt es einfach geilere Türme. Das ist auch ein cooler Vorschlag. Ninja Kiwi sollte Striker Jones im Geheimen buffen, um ihn OP zu machen, nur auf der Map Ouch im Chimps-Modus und es niemandem sagen. Ja. Achso, Radarscanner. Heißt quasi, Striker Jones ist unendlich stark in Ouch und Schimpansen-Modus. Aber da ja alle denken, oh, Striker Jones ist scheiße, benutzt ihn keiner. Und dann der Kiwi sollte ihn einfach geheimerweise aufrüsten. Das wäre witzig, wenn das schon so wäre. Worst or best map idea you will see? Eine neue Map? Ey, was für Trolls, ja? Ne, hier quasi, Ihr seht meinen Mauscursor. Ja. In der ganz obersten linken Ecke kommt er rein. Hier oben, wo mein Mauscursor ist. Und geht hier entsteht unten und links geht's wieder raus. So. Das ist der Map-Vorschlag gewesen. Und darunter hat einer geschrieben, wenn das wirklich wahr sein würde, Level 75, nice. Würden die Menschen auf dieser Map das in Chimps schaffen. Im Schimpansen-Modus. Das ist so witzig. Duf, 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 duf. Ach ja, ach ja. Gegen die DDTs. So. Größere Haufen. Machen wir mal klug. Ne, nicht klug, klug ist doof. Na, ist okay. Na, ist in Ordnung. Weil klug macht halt immer an den äußersten Rand, ne? Das will ich halt nicht. Was ich machen möchte, ist auf jeden Fall davor noch eine andere Nagelfabrik zu setzen. Wobei das eigentlich unnötig ist hierfür. Weil die Permaschachen völlig ausreichen sollten. Und dafür eigentlich nochmal einen Stachelminen setzen, ne? Aber ich denke, das wird hier nicht notwendig sein. Das ist eine ziemlich hohe Map, eine ziemlich lange Map. Alter, ich charge das gerade mal schon für 10, ja? 10,5. So dumm.
Ja, in Reddit sind schon echt witzige Leute unterwegs, muss ich sagen. Wer hat da nach Fuck geschrieben? What's happened? Oh, Modus Ouch, 59. Runde hat er verloren. Also Modus Ouch, Ouch, Map Ouch, Modus Schimpansen-Modus. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Es ist schon witzig zu sehen, wie die Leute da vorankommen. Es wäre natürlich ganz cool mitzumachen, aber dafür habe ich echt zu wenig Zeit, um mir da irgendwelche Taktiken auszudenken. Da bin ich ehrlich, so viel Zeit habe ich dann doch nicht, weil die Leute stecken da wirklich, die stecken da unendlich viel Grips rein und unendlich viel Zeit, um jedes einzelne zu testen. Weil du musst ja genau wissen, welchen Turm platzierst du wohin, in welcher Runde upgradest du was. Also das ist wirklich schon, das ist eine wirklich krasse Wissenschaft, ja, das zu machen. Da muss man schon wirklich überlegen. Das ist mal ein richtig, richtig harter Modus. Und das ist auch echt cool von Ninja Kiwi, sowas reinzumachen und nicht zu sagen, ah, wenn wir das jetzt nicht machen, dann sind die Leute böse, weil die schaffen ja nicht alles sofort instant, ohne irgendwelche Continues und alles. Der Modus ist heftig, ja? Eine gesamte Community versucht, diesen Modus zu schaffen, ja? Setzt sich zusammen, steckt die Köpfe zusammen und versucht, diese Map zu schaffen. Wenn Ninja Kiwi offiziell sagt, diese Map ist aktuell unmöglich zu schaffen. Und sie schaffen es schon bis Runde 63. Ich sage euch, die werden es auch durchschaffen. Die werden es wirklich durchschaffen. Weil du kannst, du musst da wahrscheinlich wirklich 50.000 Schritte befolgen, um diese Mission zu schaffen, weil du in jeder einzelnen Runde was Unterschiedliches upgraden musst, damit du genau diese Runde schaffst, ja? Das wird wahrscheinlich noch ein Jahr dauern, bis diese Map überhaupt schaffbar ist. Aber dann werden sich die Leute wirklich denken, Alter, wie geil, was für ein geiler Entwickler, der uns diese Chance gegeben hat, wirklich mal nachzudenken. Weil mittlerweile sind diese Spiele ja einfach so für Idioten gemacht, ja? Das kriegt jeder Vollhonk hin. Das kriegt ein Sechsjähriger hin, der sich an ein Tablet setzt, der kriegt das Spiel komplett durch. Wenn man sich mal bestimmte Spiele durchguckt, ja? Die haben einfach keine Herausforderungen mehr. Und Ninja Kiwi hat mal Eier, um zu sagen, yo Leute, da gibt's eine Map und einen Modus, der ist nicht schaffbar. Egal was ihr tut, es ist nicht schaffbar. Und die Leute somit anzureizen, das zu schaffen, das finde ich ziemlich cool, muss ich sagen. Das gefällt mir echt gut. Ja. Yo, gönn dir, Alter. okay, auf jeden Fall haben wir jetzt 48.000 nochmal investiert. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall bis Runde 100 dahin kommen. Ja, das ist ein guter Entwickler. Ninja Kiwi ist einer der wenigen guten Entwickler. Und da will ich auf jeden Fall Towerkeepers anspielen. Oder nicht anspielen, sondern eine Let's Play-Reihe davon machen. Ich verspreche euch, von Towerkeepers wird demnächst eine Let's Play-Reihe kommen. Innerhalb der nächsten paar Tage. Wobei der Part müsste ja dann irgendwann schon... Ich hab ein bisschen voraus aufgenommen. Wahrscheinlich müsste der Towerkeeper schon lang kommen als Let's Play. Ja, weil Ninja Kiwi einfach ein High-Quality-Developer ist, ja. Die machen so qualitativ hochwertige Spiele. Kann ich jetzt zwar von den meisten nicht bestätigen, weil ich sie nicht spiele, aber es muss ja einen Grund haben, warum Ninja Kiwi so ein krasser Entwickler ist, ja. Warum der so gehypt wird. Nicht nur wegen Bloons. Auch jedes Mal SAS wird, gut, wir haben Bloons Tower Defense Battles, wir haben BTD5, wir haben BTD6, wir haben BTD1-4. Bloons Monkey sind ja klar primär wegen Bloons, Alter, die bleiben alle stehen da oben. Das ist ja mal heftig. So, haben wir es gleich? Oh, geil, Alter, zwei Runden nur noch. Ich denke, da werde ich die verkaufen, zumindest den hier vorne werde ich verkaufen. Damit die Erfahrung nicht mehr für ihn drauf geht, sondern halt, weiß ich nicht, für einen Superaffen oder so. 240.000 Popguns? Hat die Nummer heute, nice. Scharfschütze? 60.000 gerade mal. Was? Bidi? Die bleiben stehen! Das ist ja auch mal ein geiles Ding in seiner Gegend. Guck mal, der macht sogar Damage. Faszinierend. Ein Schaden immer wieder. Alter, die bleiben sogar stehen! Das ist ja mal heftig! Okay, dann das muss man vielleicht auch im Hinterkopf, wobei 48.000 ein ziemlich teures Upgrade ist.
Das ist schon echt ultra. Hier, das kostet gerade mal 4.466, macht extrem viel Damage und der kostet halt, oder hat einen Verkaufswert von 40.000. Also das ist schon ein riesiger Unterschied, ne? Für den Preis erwarte ich schon sowas. Hm, 100 Millionen Pops on TSG? Was ist TSG? Ist das eine Map oder was? Ach, Supermonkey, Temple Sun Gott. Irgendwie so. Der Tempel. Hat 100 Millionen Popcorns. Auf jeden Fall zählen sie schon mal so weit, das ist natürlich auch gut. 100 Millionen Bloons geplatzt. Krass. Ja, oder halt Damage halt, ne? So, zack, zack. Du. 240.000 auch, ja, nicht schlecht, ja, meine Fresse. Oh, ihn nicht. Bei Zongs hat es keinen Sinn anscheinend, oder? Der greift den aktuell nicht an. Ah, doch. Aber nur, das ist wirklich nur kurzfristig. Oh, bei? Ah, könnte schon dauerhaft festhalten. Noch eine Frage im Reddit. Wie alt sind die einzelnen Helden? Gwendolyn ist mindestens 18. Es war so klar, dass irgendwie bei dem einzigen weiblichen Charakter so eine Aussage kommt, ja? Wir haben auch noch 8 Runden vor uns. Alter, was ist denn jetzt los, ey? Dauert er ewig. Oh, nice. Und damit haben wir zack den Blumenlöser. Bam! Wobei, wir können das natürlich auch machen. Bam! Mach den mal weg hier. Ja, ich weiß nicht, was die gerade gemacht haben und wie das nicht so richtig klappt. Da hätten wir noch ewig warten können. So, schauen wir mal. Dann machen wir auch auf den Mobs Damage. Du. DDTs hier kommen nicht durch. Ja, Reddit ist schon echt ein witziger Haufen. Ich war damals, in welchem Reddit war ich denn damals extrem unterwegs gewesen? Ach genau, Dogecoin. wenn einem noch das was sagt. Eine Kryptowährung, die vor, ich habe keine Ahnung, 3-4 Jahren extrem gehypt wurde. So ein, den japanischen Shiba. Ja, so eine Coin halt dem japanischen Shiba-Hund gewidmet. Ziemlich gehypt. Ich hatte damals auch eine ziemliche Kryptowährungszeit gehabt. War schon... näher möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Hab mich auf jeden Fall ein bisschen intensiver mit aufeinander gefasst und da war ich... Das war auch krass gehypt gewesen. Diese Kryptowährung in Reddit und da war ich ziemlich oft unterwegs. Hab mir mal... Aber halt gerade viele Memes, ne? Extrem viele Memes. Was einfach nur mega witzig gewesen ist. Man macht ja so wenig Schaden, warum greift er nicht durchweg an? Ist ja voll doof. Er kann keine Tarnung sehen, ist ja grauenvoll. Duf. Wir haben alle weggeballert hier. Und dann haben wir noch Permastacheln am Ende. Ja, also sowas hier in Ouch und Chimps. Ich weiß nicht, wie das möglich sein soll. Das ist doch hier schon absolut krass. Aber die werden Wege finden. Die werden Mittel und Wege finden. Die werden garantiert Mittel und Wege finden. Wobei das natürlich sehr, sehr schwierig sich zu gestalten wird. Ne?
Ich bin echt gespannt. Ich bin, wie gesagt, ich finde das echt cool, dass diese Community so zusammenhält. Und Ninja Kiwi uns halt quasi die Möglichkeit dazu gibt. Oh, das ist nicht selbstverständlich. Guckt euch mal alle anderen Entwickler an. Alle anderen Entwickler machen Spiele wirklich für Dummies. Dummies. Ja. Ja, kriegt ja ein bisschen mehr Popcorns, 590.000. Hat ihn wieder überholt. Macht auch gut Damage, ne? Muss man schon mal sagen. Macht extrem Damage. Und die Range, Alter, die Range von ihm, ja? Guckt euch das an. Ey, der ballert hier durch 1000 Bloons durch. Der hat auch schon 350.000 Popcorns. Ein Wertzomk. Das heißt, nur noch er braucht jetzt 80.000 Erfahrung, dann sind wir fertig. Dann haben wir zumindest jeden Turm erstmal, dann können wir uns auf jeden Fall im Sandkastenmodus testen. Jeden einzelnen Turm. Ey, guckt euch den Schaden an, ja. Den er raushaut. Alter. Ist schon leicht krank, muss man mal sagen, ja? Leicht krank ist das. So, dann werden wir hier den Skill gleich wieder benutzen, so mit ein paar mehr Zeppelin auftauchen. Oh, zack, 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 zack. Das ist schon heftig. Das ist natürlich auch heftig, was hier an BFPs kommt, ja? Oder grundsätzlich an Zeppelin. Das sind ja keine normalen BFPs, das sind ja Wehr-BFPs. Das ist ja nochmal heftiger. Ja, noch viel, viel mehr Leben. Er schießt ja einfach durch alles durch, ey. Und nochmal. Tschu, 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 tschu. Die Popcorns. Ah, sie kommen schon ziemlich weit, muss man sagen. Die Permaschachen freuen sich natürlich darauf, irgendwann mal benutzt zu werden. Aber ich denke nicht, dass die Perma-Stacheln zum Einsatz kommen werden. Allein schon wie er angreift, hört sich geil an. Das Maschinengewehr da drauf. Alter, 14.000 bis Level 14. Er braucht so viel mehr Erfahrung als alle anderen Helden. Das ist so krass. Ja? Das ist so krass. Ich habe ja immer noch von Ampel da schon nichts. Gut zu wissen, ich habe vergessen. Oh! Kommen die vielleicht durch? Naja, dafür kommen zu wenige. Dafür ist die Map zu lang. Und noch ein Bad. Und der hält richtig viel aus, ja? Richtig viel hält der aus. Erste Schicht angeknackt. Wie nennen wir denn die Folge? Was habe ich denn Interessantes besprochen? Ich glaube, beim letzten bin ich Level 75 geworden, ne? Das sehe ich hier nicht mehr so richtig. Ich glaube ja. Muss noch mal gucken. 120.000 Erfahrung haben wir immer noch gefehlt. Etwa 300.000 Erfahrung kriegt man. Das heißt, wenn ich unter 180.000 habe, müsste ich das beim anderen Part noch haben. Ich weiß schon gar nicht mehr. Der Part geht auch schon 25 Minuten.
Okay, macht. Okay, ich glaube, der Damage wurde vorher gut geschrieben. Ich komme so ein bisschen hier durch, aber ich denke nicht, dass ich zufällig das Level 75 sehen werde. Oh, schieß die Zonks ab, los. Schade, dass die Stacheln keinen. Immer mal frei spielen, damit ich später weitermachen kann. Mal ein bisschen Dinge sammeln. Erstmal gehen wir auf die Hauptseite. So. Wir haben insgesamt 120.000 und 110.000. Oh, ich habe keine Ahnung mehr. I don't know. Dann wären wir fertig. Alle Medaillen. Ja, okay, dachte ich mir schon. Alle Medaillen für alle Karten für Anfänger halten. Die Untermedaillen zählen einmal nicht dazu. Danke sehr, danke. 10.000, wie viel ist das schon mal gleich? Und 100 Monate, ja, kann man alles nacheinander angehen, ist ja kein Thema. Cool, cool, Leute. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir verteilen noch ganz kurz den Affenpunkt. Mal sehen, lassen wir uns schneller platzen. Brauche ich eh alles. Machen wir das hier, ist okay. Okay, dann, vielen Dank fürs Zusehen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von BTD6. Bis dahin, ciao.